Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Republic Commando. Wir haben uns hochgearbeitet. Wo waren wir eigentlich vorher? Genau, wir sind in dem verlassenen Sternenzerstörer und sind jetzt in einer höheren Ebene gelandet. Wenn wir alle Klone sind, warum hab dann nur ich Sinn für Humor? Werden direkt mit einem lustigen Witz begrüßt. Haha. Und machen uns jetzt auf den Weg, die Welt zu retten. Yay! Beziehungsweise den Weltraum. Los! Schicken unsere Leute natürlich direkt wieder auf Scharfschützenposition. Und geben unser Bestes in Sachen schlecht sein. Exzellenter Treffer, Teamleader. Ja, wunderbar. Den haben sogar wir erwischt. Und noch mehr. Ich könnte jetzt bei jedem behaupten, dass ich den erwischt habe. Ich hab die alle erwischt. Alle meins. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Geschütze, gehen wir rein, leise. Leise? Warten Sie, Data. Roger, ich breche ab. Tür öffnen, Data. Okay, da wir gerade den netten Hinweis bekommen haben, nehme ich ihn auch einfach auch mal wahr und wir hacken die Tür, anstatt ich brauch Feuerschutz. Reinzubrechen. Wie wild gewordene Berserker. Tür ist offen. Wunderbar. Wir kümmern uns natürlich direkt um das Geschütz. Ui. Unsere Kumpels haben einfach mal einen Trandoshaner ignoriert, der direkt vor uns mit einer Shotgun stand. Unterstütze Teamleader. Weswegen wir gerade draufgegangen sind. Schön. Aber unser grüner Freund hier hilft uns. Regel 17, immer vergewissern, dass sie tot sind. Scheint ziemlich tot zu sein. Jetzt ist er es. Ja, jetzt sagen sie hier, Regel 17, immer vergewissern. Aber vorher lassen sie mich im Stich. Ist ja nett von euch. Ihr seid auch tolle Kumpels. Tür öffnen, Delta. Ich fange an. Oh, hätten wir die Tür aufgebrochen, wären wahrscheinlich die Geschütze angegangen. Schätze ich einfach mal. Versuch geschafft. Ist nur eine vage Vermutung. Muss nicht stimmen, kann es aber. Tür gehackt. Wir können jetzt rein. Speichern. Ausfahren, uiuiui. Oh, schon wieder so ein Kerl. Haben wir aber galant vernichtet. Delta 38 ist gefallen. Sir, vielleicht überlassen Sie lieber 6-2 die Sprengstoffe. Tja. Brauche medizinische Hilfe. Jetzt sind wir einfach mal. Sechster am Boden. Beziehungsweise ich will euch da ja nicht mit reinziehen. Unvorsichtig in eine Mine reingelaufen, weil ich die einfach mal nicht gesehen habe. So leicht geht das. Ich kümmere mich um Delta 6-2. So oft ist mir es Momentchen. Vorgekommen. Unterstütze Scorch. Ich frage mich gerade, warum ich eigentlich nicht die Shotgun nehme, weil ich nur die Shotgun habe gerade. Beziehungsweise nein, da ist ein Blaster. Sehr gut. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagda, Soldat. Wir schicken unseren mal dahin. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Das heißt, wir hacken wieder. Mehr Geschütze. Gehen wir rein, leise. Ich bin gleich fertig. Gute Idee. Bagda eingenommen. Wir heilen uns auch mal schnell. Während der Kollege die Tür hackt, können wir uns nämlich heilen. Noch einen reinschicken. Ja. Die Geschütze schießen wieder nicht auf uns, was wirklich angenehm ist. Wir erledigen mal den Kerl, der genau vor uns stand. Gehen wir rein. Und werden natürlich das mal wieder machen. Äußerst präzise bin ich heute wieder. Ich präzise heute bin. Von mir aus kann's losgehen, Leader. Ein schönes Schiff. Noch ein Träger. Ich finde das toll. Woher kriegen die Trampolin? Ein Scharfschützenposition, ein da. Ei, da ist ja noch ein Träger. Okay. Folgender Plan. Ersten Träger vernichten, danach nächsten Träger vernichten. Alles scharf. Hervorragend. So, erster Träger ist kaputt. Das heißt, wir haben schon mal weniger Gesellschaft. Das ist schön. Auch wenn ich gerne Gesellschaft habe. Wir sollten uns trotzdem noch um den Träger da drüben. Es war kein Träger, das war nur ein Superkampf-Droide. Werfen wir mal eine EMP-Granate, um ihn zu ärgern. Ja. Braver Kerl. Schlaf mal den Schlaf der Droiden. Was auch immer das sein mag. Ich weiß es nicht. Eieieiei.
Du auch. Muss nachladen. Ritzel, Ritzel. Fertig. Bam. Gut, den haben wir auch erledigt. Das heißt, wir schicken unseren Typen gerade auf Scharfschützenposition, ist natürlich mal zum Heilen. Jawohl, wir sollten mit einer Begrüßungsfeier rechnen. Jetzt erledige ich erstmal reihenweise Feinde. Begrüßungsfeier klingt gut, das heißt, wir werden einfach mal auf die rabiate Weise einbrechen. Detonator platziert. Gesichert. Klingt gut. Wir lassen ihn mal eine kurz Granate reinwerfen. So, wunderbar. Alles auf den Superkampfdroiden. Wir wechseln mal unsere Granate auf Thermaldetonator, werfen die da vorne hin, um den Droiden zu schocken. In dem Fall nicht schocken, sondern einfach sprengen. Eieieiei. Sind natürlich mal wieder fast tot, weil wir in die Shotgun reingelaufen sind. Klug. Da ist das Medi-Ding. Das habe ich gesucht. Ein Kollege von uns ist schon down, wie man unten links sehen kann. Der andere ist immer noch auf Scharfschützenposition. Der Raum könnte haarig werden. Wenn ich mich richtig erinnere, dann wird es gleich noch schön spaßig. Uiuiui, das ist gar nicht gut. Granaten mag ich nicht. Okay. Die Superkampfdruiden sind wirklich blöd. Also kümmern wir uns um die zuerst, damit wir gleich keine Probleme mit denen haben. Gut, dass er gerade nicht auf uns schießt, sondern auf unseren Kollegen fixiert ist. Ich finde das gerade gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Wow! Das zum Thema ist... Oh nein! Okay, folgender Plan. Du heilst ihn. Okay, ich gehe gerade davon aus, dass davon zwei Druidenträger sind für Superkampfdruiden. Das ist natürlich absolut nicht schön. Das heißt, wir werden unsere Kollegen jetzt heilen. Und dann so schnell wie möglich nach vorne heilen. Um möglichst schnell vorzudringen. Das wollte ich sagen. Vorzudringen. Ich bin natürlich wieder etwas... ich denke gerade. Deswegen kann ich nicht so gut reden. Merkt man vielleicht. Grünflügel. Okay, wir greifen jetzt einfach mal einen Nahkampf an. Ich denke, das ist am einfachsten, den jetzt... Oh. Vielleicht ist es doch nicht am einfachsten. Schnell laden. Sklavenhändler, Vorsicht! Ah, das macht nichts. Was uns umbringt, macht uns doch stark. Nee, es war, was uns nicht umbringt, oder? Abschuss bestätigt. Na, ist auch egal. Geh in Deckung. Bewegung. So, wunderbar. Ich sollte vor allem öfter schnell speichern, da es die Option gibt. Nein. Stimmt, ich könnte gleich mal panzerbrechende Munition nehmen. Warum habe ich das denn bis jetzt noch nicht gemacht? Ja, kommt, antwortet mir. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Ihr wisst, was das bedeutet. Mehr Geschütze. Gehen wir rein, leise. Den Text kennen wir doch schon. Klick. Von mir aus kann's losgehen, Leader. Wir speichern und rennen rein. Wow. Na gut, das hat funktioniert. Von daher. Hinter Ihnen, 3-8. Wir erledigen schnell die Droiden hier und gehen dann direkt weiter. Ich meine, das hier haben wir nur die, oder? Ja. Das war nur die. Wunderbar. Dann hängen wir direkt die nächste Tür. Um die Geschütze nicht zu aktivieren. Sehr gut. Fast geschafft. Ich bin stolz auf dich. Komm schon, Fixer, du fixst es. Noch ein Träger für Kampfdruiden. Erledigen wir den Marine-Trandoschaden. So, gleiche Taktik wie eben. Kurzer Prozess. Ich habe jetzt keine Lust mehr, hier ewig rumzumachen mit den Droiden. Ist ja auch langweilig, mal wieder das gleiche zu machen. Ja, wunderbar. Da fliegt er mit in die Luft. Ich muss
Doch! So, jetzt schalten wir noch die zwei Superkampfdruiden aus. Jetzt erledige ich erstmal reihenweise Feinde. Ja, sollte ja nicht allzu schwierig sein. Wenn ich nicht vor dir erledige. Konzentrier dich bloß nicht so stark aufs Zählen, dass du vergisst, mir Deckung zu geben. Eieiei. Da ist ja noch einer. Warum muss der denn genau hinter uns sein? Blöd, wenn Druiden mitdenken. So, schießen wir mal auf seine Schwachpunkte. War mir ein Vergnügen. Sehr gut. Den Druiden kann man nämlich genau den Kopf wegschießen, den rechten Arm. Der immer noch nicht weg ist. So. Na also, geht doch. So, wiederbeleben, Leute. Geht doch so nicht. Den euch nicht in der Gegend rumliegen lassen. Was soll denn das? Regel 17, immer vergewissern, dass sie tot sind. Richtig. Jetzt ist es. Bring das zur Bresche platziert. Ja, Sir, bin unterwegs. Gesichert. Fang an. Uiuiuiui. Los, Gegner eliminieren. Ach ja, richtig. Das war jetzt die Stelle hier. Ach, Held. Nehme Position ein. 4-0 lädt nach. Guter Start. Hm. Was du kannst, kann ich auch. So, dann schalten wir jetzt zuerst diesen Superkampf drüben aus. Warum brennt unser Kollege denn? Das gibt's doch nicht. Warum gibt's denn hier immer noch Probleme mit den blöden Viechern? Meine Güte. Gar nicht gut. Zerstört diesen Druiden.